In 4 Minuten sperrt dein Handy. Willst du jetzt echt an meinem Handy rauslassen? Pass mal auf, du fetter Lappen. Wenn ich Bock auf ein Steak hab, schneide ich dich jetzt erstmal auf ein Spannchen runter. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die verbotene App Charlie's Steak. Und ja, es wird richtig crazy, denn er fängt an, mit mir zu reden und irgendwelche mysteriösen Botschaften zu sagen. Seid auf jeden Fall gespannt, was passiert. Und lasst ein Like da, denkt dran, schaut das Video bis zum Ende für den allergrößten Support. Und meine Freunde, falls ihr es noch nicht wisst, ich bin ja auf der Gamescom. Freitag und Samstag gebe ich eine Autogrammstunde. Freitag auf der offiziellen Stage von der Gamescom. Und Samstag könnt ihr mich bei Elgato treffen. Die ganzen Infos dazu findet ihr auf Instagram. Sagt einfach den Leuten, mit denen ihr unterwegs seid, Bescheid. Die sollen mir auf Instagram folgen. Und da gebe ich alle Infos bekannt. Ihr bekommt ein Armband und eine Autogrammkarte und natürlich könnt ihr mich persönlich noch treffen. Habe ich als kleine Überraschung für euch fertig gemacht. Viel Spaß im Video, wir gehen rein und let's go. Wie hat er denn gerade gelacht? Yo, moin, Charlie's Steak, du kannst pfeifen? Kann ich auch, Bruder. Was willst du denn, hä? Oh, ich kann es anfassen. Na, mein Lieber? Digga, der kam ja richtig unerwartet. Hast du gerade gerülpst, Mann? Oh. Ich kann ihm das Auge pieken. Digga, das Game ist ja so dumm. Okay, Leute, einmal ganz kurz auch für euch zur Info. Das Spiel hier kann man nicht im App Store runterladen. Das ist super, super kompliziert zu installieren. Big Kiss geht raus an ID. Der hat mir nämlich erklärt, wie das geht. Beziehungsweise mir ganz, ganz schnell gezeigt. Wir gucken einfach mal, was hier abgeht. Ich kann... Ui, das Steak pfeffern, durchschneiden und alles andere noch machen. Okay, das ist ziemlich cool. Hey Mann, ich werde dich heute essen, Charlie's Steak. Nein, das wirst du nicht. Hast du gerade mit mir geredet, Alter? Ja, na klar, Denno. Woher weißt du meinen Namen? Yo, Bro. Hey. Das würde ich lieber lassen. Okay, ich mache jetzt erstmal nichts. Okay, Leute, das ist ziemlich verrückt. Was haben wir hier oben? Ah, da ist erstmal nichts. Dann haben wir hier das Minigame. Okay, da gibt es mehrere. Dann haben wir eine Lotterie. Ich habe irgendwie 9.947 Fleischbällchen. 99 Versuche habe ich hier left oder was? Was bringt es? Oha, Digga. Ich habe einfach 4 Versuche obendrauf bekommen und 500 Fleischbällchen gewonnen. Okay. Ja, ich guck mal weiter. Was sind diese Minigames? Was passiert jetzt? Alter, ich bin komplett drin. Yo. Ach was. Yo, was soll ich machen? Oh, Leute, ich muss jetzt Fleisch an die Wand nageln. Alles klar. Dann üben wir schon mal, wie wir mit Charlie... Habt ihr es gesehen? Ey, Bro. Da war vergammeltes Fleisch. Leute, wer war das? Hashtag ich in die Kommentare. Wer hat von euch das vergammelte Fleisch reingedonnert in mein... In... Also, das ist jetzt noch eine Scheibe gewesen, ne? Ja, das Minispiel hier, Digga, das macht auf jeden Fall Bock. Und so wie ich sehe, kriegen wir dafür sogar Fleischbällchen. Ich habe jetzt irgendwie 231 bekommen. Das ist ja eigentlich voll wenig. Ich habe gerade 500 gewonnen durch einen Klick oder so in diesem Rad oder was. Ja, wobei, boah, die geben sogar mehr. Also, Leute, ganz ehrlich, noch mehr vergammeltes Fleisch bitte rein hier. Die geben einfach mehr. Boah, 500 haben wir schon mal weg. Aber wofür brauchen wir die? Können wir neue Skins kaufen? Das wäre ja richtig dumm. Okay. Ja, 564. Und wenn wir missen, dann kriegen wir so... Ja, dann wird das weniger. Okay. Das war jetzt das erste Minispiel. Ich habe schon mal geübt, wie ich dich gleich zerschneide, Charlie's Steak. Ich habe geübt, wie man dich nachts besucht. What? Jo, jetzt reicht's mir. Ich pfeffer dich, Alter. Komm her. Oh, der rote Augen. Machst du das nochmal, töte ich dich. Hat der das jetzt gerade echt gesagt? Sagst du mir alles nach oder was? Sagst du mir alles nach oder was? Hör auf damit! Hör auf damit! Was soll das? Ey, sag mal! Charlie, es tut mir leid. Aber ich kann nicht anders. Ich muss dich zerschneiden. Hey. Heute Nacht um 2 stirbst du. Bro, ich hab gar nichts gemacht, Alter. Ich hab gar nichts getan.
Das, meine Zuschauer waren das. Ja, wenn, dann besuch die mal lieber. Ich gehe mal lieber schnell in so ein Minispiel rein, Leute. Was ist das? Ich habe die Flagge jetzt genommen. Hä? Oha. Was? Das war's schon? Okay, warte mal. Ich muss mein Handy hier so in der Balance halten. Auch noch? Muss ich noch springen? Mein Gott, Leute. Ja, ich kann tatsächlich springen. Okay. Nicht zu schwache Nerven auf jeden Fall. Wir sammeln die Meatballs ein. Oh, das wird auch immer schneller, ne? Charlie. Charlie, Bro. Alter, war das schwer. Okay, ich komme mir vor wie der größte Rentner, Leute. Jetzt muss das auf jeden Fall schaffen. Das kann ja nicht sein, dass wir an sowas scheitern. Yo, Diggi. Das ist aber schon schnell. Oh, yeah, oh, was ist denn das? Man muss die ganze Zeit springen. Okay, Leute, rein jetzt, Mann. Ich will doch einfach nur ein bisschen so Fleischbällchen oder so sammeln. Aber ich weiß doch gar nicht, was die bringen. Okay, wir haben aber schon 300. Chillen. Ruhig. Ey! Aber ich habe 600 gesammelt. Okay, man kann damit vielleicht sogar richtig schnell farmen. Wofür brauchen wir das denn? Warte mal, wir haben einen Level-Switcher. Hä? Wir können jetzt ganz andere Sachen mit dem machen. Okay. Willst du ein bisschen Chili-Gewürz drauf haben? Du musst mir helfen, ich bin in Gefahr. Hä? Ja, ja, ich hab dir geholfen. Ich hoffe, dass das reicht. Und vielleicht willst du auch noch mal ein bisschen flambiert werden? Ich erledige dich. Du brauchst mir gar nichts hier vorspielen. Easy. Du hast meinen Sticky-Zwilling geärgert. Ja, ein Zwilling. Du willst mir erzählen, dass du einen Zwilling hast? Junge, ich glaub, dich will weich jetzt. Mir reicht's mit dir. Er wird sauer. In 4 Minuten sperrt dein Handy. Willst du jetzt echt an meinem Handy rauslassen? Pass mal auf, du fetter Lappen. Wenn ich Bock auf ein Steak hab, schneide ich dich jetzt erstmal auf ein Spannchen runter. Oh ja, lecker. Mm, ja. Yo. Okay, also wir haben hier andere Möglichkeiten, was mit dem zu machen. Er sagt irgendwelche komischen Dinge. Und jetzt auf einmal ist er ziemlich nett. Okay. Wir können das Level hier switchen und warte mal. Wir könnten Rare und Raw auch noch nehmen für 100.000 Meatballs, beziehungsweise wenn wir 1 Million haben. Okay, das ist ziemlich heftig. Leute, lasst ein Like da und Hashtag Rare in die Kommentare. Das müsst ihr machen. Wenn ihr wollt, dass ich Rare beim nächsten Mal freischalte, dann können wir natürlich mal reingucken und ja, vielleicht schalten wir auch einfach neue Sachen frei. Ich gehe mal rüber zu Medium, wir bleiben mal da drinnen. Weil wir haben hier noch einige mehr Funktionen. Warte mal, jetzt haben wir hier so eine gelbe Flamme. Boah, Alter. Ich hab den Typen komplett weggeschmolzen. Jo, was war das denn? Schnell rein. Ey, ich muss einfach in den Minispeer erstmal reingehen, ne? Hä? Jo, wenn ich da drauf drück, dann nimmt's das nicht. Okay, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, Leute. Aber ich habe da echt gedrückt. Naja, dann gehen wir jetzt, glaube ich, mal an dieses Rädchen hier. Und, oh, jetzt dreht es in die andere Richtung. Holen uns nochmal ein paar Fleischbälle ab. Na, wir kriegen Gratis-Spins, ne? Eigentlich brauchen wir jetzt echt nur Fleischbälle. Ich habe es ja schon mal gemacht, Leute, für euch. Monster-Merch gezockt und so reingegrindet, dass wir wirklich alles freischalten konnten. Ich habe das schon mal gemacht für euch. Und ich würde es auch wieder tun. Freunde, deswegen, ja, wir müssen jetzt halt einfach hier versuchen, immer die 500, die 200 mitzunehmen. Boah, das, also, oh, da muss ich mir vielleicht mal einen Autoklicker oder sowas hier reinbauen, ne? Und das ist auf iPhone auch gar nicht so einfach. Okay, gehen wir mal hier raus. Was können wir noch machen? Hör auf zu pfeifen, Bro. Du stellst mich richtig, weißt du das? Protzst du jetzt irgendwo hin oder was? Jo, wie unhöflich ist das denn? Halt deine Fresse. Du hast mich jetzt nicht im Ernst beleidigt, oder? Ich hol die Zange raus, Mann. Gib mir deine Zunge, Junge. Los, gib her, gib her. Beim nächsten Mal reiß die raus. Ich sag dir, wie es ist. Sagst du sowas nochmal, knallt. Und jetzt pfeffern wir eine Runde rein, ne? Ja, oh, oh, ja, wow. Und jetzt gibt's nochmal das Knife rein. Bam. Und weg. Bitte hilf mir.
Leute, warum ist der manchmal sprachlos? Warum ist der manchmal frech? Und warum ist er so wie jetzt hier völlig entspannt? Er macht doch gerade gar nichts. Nix. Er guckt einfach nur, als wäre es so ein lieber Char, dieses Steak. Kannst du mich verstehen? Ja. Wo kommt die Gefahr her? Hä? Nein! Hey, Alter! Yo, Bro! Mein Handy wurde einfach deaktiviert. Oh nee, er hat's ja eben gesagt. 4 Minuten, aber die sind ja schon lange vorbei, Bro. Ich finde das überhaupt nicht lustig, Mann. Hey, er hat schon wieder in die Ecke gespuckt. Soll ich dir helfen? Ja, um dich umzubringen. Es ist wieder, hä? Ich muss ihn also die ganze Zeit vernichten. Was hat es mit Charlie's Steak auf sich? Hey. Das ist nicht der Richtige, Leute. Garantiert nicht. Und deswegen kriegst du jetzt den Flammenwerfer rein. Ich ruiniere dich. Hey. Okay. Ich gehe ins Minigame erstmal. Ich brauche kurz mal... Ich brauche immer so zwischendurch ein bisschen Zeit zum... Oh Gott. Zum Chillen. Oh nee, ne? Er ist in den Herd und einfach reingefallen. Da ist ein QR-Code am Poster, Leute. Falls ihr die Möglichkeit habt, scannt mal den QR-Code am Poster ein und schreibt mal in die Kommentare, was hier abgeht, weil ich finde das schon ein bisschen zastiger. Das Game ist vielleicht größer, als man denkt. Okay, er nimmt das Messer hier auf jeden Fall nicht richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht die komplette Kontrolle über mein Handy habe, weil vorhin auch bei dem einen Minispiel, so wie jetzt auch wieder, ich drücke irgendwo hin und dann nimmt er das nicht mehr immer. Ja, habe ich mir ein Virus runtergeladen? Oh Leute, das wäre ganz schlecht, ne? Okay, wir nehmen den hier oben noch mit und den hier. Die ganzen vergammelten Fleischstücke sind auf jeden Fall gerade am Start. Komm schon. Easy, die 500 haben wir auf jeden Fall gemacht. Den haben wir auch nochmal mitgenommen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Fleisch von dir gekillt, ne? Klopfen wir dich mal weich. Du hast mir wehgetan. Ja, Mann. Ich frag dich ein allerletztes Mal. Was zur Hölle geht hier ab? Was ist das für eine App, Bro? Das willst du nicht wissen. Doch, will ich. Ganz im Ernst will ich wissen. Sammle 1 Million Meatballs und du weißt, was passiert. Yo, Mann, ich sammle doch nicht 1 Million Meatballs. Safe nicht. Kannst du mir alles nachsagen, bitte? Okay, pass auf. Ich sammle 1 Million Meatballs, wenn du mir alles nachsagst, okay? Okay. Ich bin Charlie das Steak. Ich bin Charlie das Steak. Ich hab ne vollgekackte Windel. Ich hab ne vollgekackte Windel. Digga, Mann. Ich bin auch oft ein Loser. Ich bin auch oft ein Loser. Ist ja witzig. Was ist das Schlechteste, was dir passieren kann? Döner teuer, 10 Euro. Mann, ist das schlecht. Okay, Leute. Also, das war Charlie the Steak. Ich muss dir leider sagen, Charlie, ich habe mies Hunger auf Fleisch jetzt, ne? Und ich muss jetzt leider dich einmal bearbeiten. Es tut mir echt leid. Aber jetzt wirst du gerippt. Ich habe dich einmal gepfeffert, mein Lieber. Und jetzt wirst du durchgeschnitten. Bam! Und weg damit, Leute. Und das war's. Bro, was für eine verrückte App das hier gewesen ist, ne? Charlie the Steak, ich werde den Mysterien noch auf den Grund gehen. Aber es ist schon ein bisschen komisch, was abgegangen ist. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr mehr von Charlie the Steak wollt oder auch diesen neuen Schwierigkeitsgrad, lasst ein Like da und schallert ein Abo für meinen Kanal rein. Kuss, Kuss, euer Denno out.